1987 plante der Viersener Bassist und Bandleader Ali Haurand ein Konzert zum 10-jährigen Bestehen seines berühmten European Jazz Ensembles und wurde so zum Gründer und langjährigen künstlerischen Leiter des internationalen Jazzfestivals Viersen. Um ihn zu ehren, taufte die Stadt Viersen den Jazzkeller der Festhalle Ali Haurand Keller. Natürlich trat Ali mit seinen alten Weggefährten auf.